Bayern, glaube ich, heute sehr, sehr stark gewesen. Der erste Kontakt, die Laufwege, das Gegenpressing, Verwertung der Torchancen, da wird es einfach unheimlich schwierig, dass du da in die Zweikämpfe findest, was ja eigentlich eher unser Spiel ist. Und dann dürftest du eigentlich nichts anbieten, also keine Fehler machen, um Torchancen den Bayern zu ermöglichen. Das haben wir heute leider nicht geschafft. Bin ich ja doch irgendwo auch ein bisschen sauer, wie wir die Gegentore bekommen haben, weil das einfach viel zu einfach war. Ich glaube, wenn du gegen Bayern eine Chance haben willst, dann musst du diese Fehler vermeiden. Das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit nicht geschafft, deshalb kriegen wir 3 Gegentore. Und das zweite Tor natürlich auch, das ist ja im Spielaufbau, der 6 spielt normalerweise immer super die Bälle raus und so ein Fehler passiert natürlich mal, aber umso ärgerlicher, dass es gerade gegen Bayern passiert. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ja, uns hier nicht so hoch mit einem Niederlage verabschieden wollen. Und dass wir dann natürlich noch durch einen Konter wieder ein vermeidbares Gegentor kriegen, ist ärgerlich. Wir waren tatsächlich ein paar Mal in einer guten Schussposition. An einem anderen Tag kriegst du vielleicht da 2, 3 Schüsse aufs Tor, die dann gefährlich sein können. Aber heute hat es einfach nicht gepasst. Wenn du die Bayern schlagen willst oder generell was holen willst, musst du die an einem Tag erwischen, wo die nicht an ihr Leistungsmaximum kommen. Und das war heute leider nicht der Fall. Hättest du dir vielleicht ein bisschen ja, nicht mehr erwartet, aber doch mehr erhofft, dass du vielleicht ein bisschen näher drankommst, hier was zu holen. Aber ansonsten sind wir auf einem guten Weg nach wie vor. Und was vor allem Kraft gibt, ist die Unterstützung der Fans auch nach dem Schlusspfiff. Die müssen wir mitnehmen und die Energie dann nächste Woche wieder auf den Platz bringen.